Bada boom, bada bang, Leute, und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Wir kennen uns schon ziemlich lange, das heißt, ich mache schon ziemlich lange Videos, ihr schaut schon ziemlich lange meine Videos, aber ich habe irgendwie noch nie so viel von mir preisgegeben. Ihr wisst so gar nicht, wer ich eigentlich bin, wen ihr da eigentlich so anschaut. Und deswegen wollte ich das unbedingt ändern, damit wir einfach einen besseren Draht zueinander haben. Also werde ich ab jetzt versuchen, immer wieder mal mehr über mich preiszugeben, und das werde ich heute beginnen. Ich hatte auf Facebook gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen wollt, und das habt ihr auch getan, und ein paar davon will ich jetzt erstmal beantworten. Marion fragt, erzähl doch mal, wo du schon überall auf der Welt rumgekommen bist oder welche Sprachen du sprichst, natürlich auch mit Kostproben. Wo ich schon überall rumgekommen bin, wäre eine ziemlich lange Liste, deswegen zähle ich mal ein paar Länder auf, wo ich schon längere Zeit gewohnt habe. Und das wären ein paar Städte in Deutschland, Serbien, Belgrad, um genau zu sein, Guatemala City und El Salvador in einem kleinen Dörfchen, was sicher keiner von euch kennt. Das waren so die Orte, wo ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Und dementsprechend habe ich natürlich auch ein paar Sprachen gelernt. Serbisch habe ich nicht gelernt, obwohl ich in Serbien, glaube ich, 2,5 Jahre gewohnt habe. Ich war auf so einer deutschen Schule und wir hatten Serbisch als Unterricht, aber ich hatte ganz okay Not und habe mir dann ausgerechnet, wenn ich dann eine 5 habe, dann komme ich trotzdem noch durch. Sprechen tue ich also Deutsch, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Spanisch. Hola, mi nombre es Sam, tengo 22 años y me gusta Pokémon. Und wie ihr merkt, obwohl ich damit als Kind schon aufgewachsen bin, habe ich da den Akzent irgendwie nie so ganz gemeistert. Deswegen habe ich einen relativ deutschen Akzent. Aber naja, dafür verstehe ich und kann reden, das reicht mir. Und natürlich Englisch. I like trains. Sarah hat gleich einige Fragen gestellt, deswegen werde ich mir jetzt ein paar aussuchen. Zum Beispiel als erstes. Was hältst du vom Mobbing? Wurdest du mal gemobbt? Hast du mal andere gemobbt? Vielleicht kennt ihr noch mein Video, was vor ein paar Monaten rauskam, das heißt Gedanken eines Selbstmörders. Da geht es nicht nur um Mobbing, sondern auch um das Verständnis gegenüber Leuten, die zum Beispiel Depressionen haben, andere psychische Erkrankungen, und ein paar hatten da schon vermutet, dass es heißt, dass ich da vielleicht ganz viel Erfahrung mit habe. Die Kurzfassung ist ja, auch ich wurde gemobbt, war sogar eine ziemlich lange Zeit, aber ich bin nicht so emotional, das heißt, das hat mir nicht so viel Schaden angerichtet. Ich hatte früher eine relativ große Depression, jetzt immer wieder mal, aber nichtsdestotrotz habe ich zum Beispiel nie meinen Selbstwertgefühl verloren oder so, wie es ja bei vielen Leuten sind, die passiert, die gemobbt werden. Also von daher würde ich sagen, ich habe es recht gut weggesteckt. Ach so, und ob ich selber gemobbt habe? Nein. Welches Tier wärst du gerne? Ich wäre am liebsten ein Drache, aber ich glaube, das zählt jetzt nicht als richtiges Tier. Dann zählt wahrscheinlich Werwolf auch nicht als Tier. Dann wäre ich ein normaler Wolf wahrscheinlich, ja. Aber so ein mutierter Wolf, genauso. Also einer, an dem Genexperimente ausgeführt wurden. Dann wäre es so ein mega super Cyberwolf aus der Zukunft. Und ja, damit wäre ich ziemlich zufrieden. Ollum vom Kanal Belfarigo, mit dem ich auch schon mal ein Video zusammen gemacht habe, fragt folgendes. Wie bist du auf Bada Boom Bada Bang gekommen und was hat es für einen Hintergrund bzw. Bedeutung? Der ganze Spruch ist ja Bada Boom Bada Bang, ihr Barbaren und Barbarinnen da draußen. Und das hatte erstmal den Grund, dass ich so ein cooles Wort haben wollte für meine Zuschauer, weil ich finde, Abonnenten klingt so nichtssagend, Zuschauer auch. Fans finde ich einfach extremst eingebildet, das werde ich niemals sagen. Deswegen dachte ich, was gibt's denn da? Und da kamen halt die Barbaren und Barbarinnen. Und das Bada Boom Bada Bang, das ist von einem Video von Ranzratte. Der hatte mal eine Verarsche oder also halt ein Let's Play, ein lustiges Let's Play von Stalker, Call of Pripyat. In irgendeinem Zusammenhang sagte er dann halt mitten im Let's Play Bada Boom Bada Bang oder so, und das fand ich irgendwie voll lustig und das habe ich dann übernommen. Und jetzt will ich mal kurz in 2, 3 Sätzen ein bisschen was über mich erzählen, damit ihr so die Grundlagen über mich wisst. Also, mein Name ist Sam bzw. Claudio, wie ihr ja mittlerweile wisst. Ich bin 22 Jahre alt. Ich wohne in Heidelberg. Ich hatte bis vor kurzem eine Ausbildung zum Jugendheimerzieher, aber hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen orientiere ich mich gerade um. Ich suche vor allem in Richtung Videoschnitt, Mediendesign und so weiter, eine neue Ausbildung. In meiner Freizeit versuche ich viel mit Leuten zu machen, aber das geht natürlich nicht jeden Tag. Wenn ich daheim bin, schaue ich sehr gerne Filme. Ich bin so ein kleiner Filmfanatiker, also ich bin nach 1, 2 Filmen vielleicht ein bisschen süchtig und schaue sie vielleicht alle
zwei Wochen ein paar Mal an. Und des Weiteren lese ich auch momentan wieder sehr gerne. Und ansonsten spiele ich Schlagzeug, wie ihr ja bestimmt schon mitgekriegt habt. Das mache ich allerdings mittlerweile nicht mehr so regelmäßig. Und wie ihr alle wisst, scream ich auch ziemlich gerne. Und was ich auch sehr gerne tue, ist Snapchatten. Nein, aber wie ich schon auf Facebook angekündigt hatte, ich will ja den Kontakt zu euch stärken. Ich will, dass ihr mich kennenlernt, dass ich euch kennenlerne. Und deswegen habe ich jetzt extra für euch oder beziehungsweise für YouTube mir Snapchat geholt. Mein Name ist da SamGrayTV und ihr könnt mich gerne adden. Eine kleine Sache noch, egal ob ihr mich jetzt auf Snapchat addet oder auf Facebook auf meinem normalen Profil, schreibt ihr mich bitte kurz an. Wenn mich keiner anschreibt, dann schreibe ich meistens auch nicht an und dann ist das ein bisschen schade, weil dann hat man sich einfach nur geaddet und hat eh keinen Kontakt zueinander. Aber Leute, ich glaube, es reicht erstmal fürs Erste. Mir hat das Video wirklich total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir sehr gerne. Ich werde versuchen, sie so bald und so oft wie möglich zu beantworten. Außerdem würden mich vor allem von eurer Seite kreative Vorschläge interessieren, weil ich will ja auch gerne was über mich erzählen, aber ich will nicht immer nur Fragen irgendwie vorlesen. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Idee, wie man das ein bisschen spannender, ein bisschen kreativer umsetzen kann. Also irgendwelche Vorschläge gerne in die Kommentare auf Facebook oder auf Twitter. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen da lassen, einen Kommentar schreiben oder das Video euren Freunden zeigen. Neben mir findet ihr zum Beispiel mein letztes Kommentare-Video, das heißt barbarische Kommentare, und da waren ein paar ziemlich geile Kommentare von euch dabei. Und außerdem mein Video Wahrheit über Märchen, Sex, Gewalt, Blut. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Also Leute, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine richtig geile Woche. Vergesst auch nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns dann. Ciao.